Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir haben letztes Mal, was haben wir letztes Mal noch gemacht? Wir haben die Basis gestürmt. Jetzt müssen wir in die Technikabteilung mal gucken. Haben wir schon C-Labor da? Dann brauchen wir noch Hyperwellenverbindung. Die kostet eine Menge Shit und den haben wir gerade nicht. Deshalb würde ich sagen, scannen wir jetzt mal weiter. Entdeckt. Ach, komm schon. Skyranger losschicken. Moment, was war das? Da ist ein UFO gelandet. Entführer. Okay. Nico, Sebastian, Ryoko, Tiger, Justin, Niklas. Unterstützung haben wir. Ja, sollte eigentlich alles passen so. Können wir den Einsatz gleich mal starten. Ach, was für eine schöne Ausrüstung. Da bin ich ja total froh drüber, dass wir jetzt so eine geile Ausrüstung haben. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, viel niedriger. Das ist doch schön, oder? Zumindest wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Ja, müssen wir. Wir landen direkt vor dem UFO und es ist hellichter Tag. Hatten wir es eigentlich schon mal am helllichten Tag irgendeine Mission? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das ziemlich geil, wenn es so hell ist. Ich habe Schwierigkeiten, die Gegner zu sehen. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Muss direkt da vorne sein hier. Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Ja, werde ich. Oh, da ist auch noch so ein großes sogar. Nein. Ist da irgendwas? Das Zielgebiet. Deswegen habe ich wieder irgendwo gegengeworfen. Das ist total nutzlos. Wie immer. So, und da ja nichts ist, kann ich beruhigt nach vorne spurten. Nur vielleicht nicht wirklich dagegen, das ist schon wieder. Obwohl, nee. Das ist nicht zu nah. Es ist nicht zu nah. Ziel in Sicht. Doch, es ist zu nah. Fuck. Schade, du kannst nichts mehr machen. Du kannst nichts treffen, dann mach mal Feldposten, falls sie zu nah kommen. Ah, du kannst sie treffen, das ist doch schön. 64, 64. Ja, da, der geht mir übrigens auf den Sack. Ich kann aber leer, das zu bestätigen, das ist schön. Na also. Sniper haben es einfach nur drauf. Mehr muss ich dazu nicht sagen, denke ich. Oh, aber Nico hat jetzt ein Problem irgendwie. Ich will. Kann ich hier auch keine Ahnung bis da hinten werfen? Ja. Unterwegs. Damit sollte Nico jetzt geschützt sein, ein wenig. Oh, und dann noch eine Cyber, das ist ja super. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Widerstand so extrem ist. Dahin. Neuen Drohne. Ja, Cyber, das will ich erstmal persönlich angreifen, da das ja mein Fachgebiet ist. Komm, dann schau ich doch, oder? 20, so muss das. Und Fettschaden in der Umgebung. Die Drohne ist auch gleich weg. Nice.
Du töte ihn. Oder auch nicht. Fuck. Nächstes Mal krieg ich ihn. Dahin zuerst. Ja. Hat nur einen Vorteil, das ist das. 85. Na komm, das wird was. Jetzt haben wir nur noch eine Bedrohung und die ist nicht wirklich eine Bedrohung, weil sie einfach nur lappenhaft ist. Und sie versteckt. Aber wir sehen diese Bedrohung nicht, daher ist sie doch noch eine Bedrohung. Da wir nicht auf die Bedrohung schießen können. Ja, jetzt wird sie auch wieder Bedrohung genannt. Weil sie halt eine Bedrohung ist, weil wir nicht auf sie schießen können. Trash Talk FTW. Oh, da kommt noch was an. Ach, eine Drohne. Die Drohnen können eh nichts. Ja, los. Nimm dir die Drohne vor. Ist ja noch ein leichtes Plasmagewehr. Oh Gott. Wir hatten doch irgendwo noch normale Plasmagewehre, ne? Ah, verdammt. Komm, versuch nochmal zu treffen. Jawoll. Ausgeschaltet. Jetzt erstmal eine Runde vorrücken und nachladen. Und ich glaube, das ist da gerade eine gefährliche Position. Oder auch nicht. Zum Glück. Und dann gleich eine Runde nachladen. Dann passt das schon. Da habe ich jetzt Ryoko-san. Das ist. Wo habe ich Ryoko? Ryoko! Da. Oh, ich bin doch so blind. Zu blind zum Scheißen. Das muss man auch erstmal können. Oh, noch eine Cyberdisk. Ja, toll. Ach, die steht da gerade günstig. Also das sollte kein Problem sein. Die kann ja sogar ich treffen. Was, 66? Oh, nur weil die so weit oben ist. Na toll. X-Ray neutralisiert. Trotzdem noch mit. Deshalb liebe ich den Plasmawerfer. Oh, den triffst du nicht. Lappen. Fluch, Ziel verfehlt. LOL, da ist die Deckung weg. Scheiße. Hab ich ja gar nicht gesehen. Siehst du was? Nein, du siehst keinen. Siehst du jemanden? Ja, du siehst sie wieder. Na? Who is der von ganz hinten alles ausschaltet? Oder sie eher gesagt. Sie ist die, die von ganz hinten alles ausschaltet. Was eine Frau. Menschenskne. Ich würde dich auch noch vorrücken, aber dann bin ich nicht in der Deckung und das mag ich nicht. Und ach komm, der Nico, der darf nicht, der soll ja nicht so allein sterben. Hab ihn weggefegt. So. Wenigstens sind dann alle relativ safe gerade. Hoffen wir mal, dass nichts von der Seite irgendwie kommt. Dann darfst du endlich auch mal vorrücken. Und zwar in Deckung diesmal. Du gehst dahin. Ich gehe dann dahin. Zusammen mit dem Nico. Ja, die Psychopathen sind immer zusammen. So muss das. Du bist der Erste, der Nein, du machst einen Feldposten. Für den Fall der Fälle. Du gehst da vorne hin. Du machst auch für den Fall der Fälle einen Feldposten.
Da kommt jetzt noch Yoko-san nach. Dann laden wir eine Runde nach. Hat sich das erstmal. Ah, verdammt. Erstmal da in Deckung. Du Feldposten auf jeden Fall. Feldposten. Nein, nicht nachladen. Feldposten. Ja, da ist das für ein Geräusch. Nein. Was war das für ein Geräusch? So viele auf der Seite da, heftiger Scheiß. Die kommen gleich alle auf uns zu, ne? Oh fuck. Dahin. Nachladen. Rock'n'Roll! Nachladen. Los jetzt! Zeit zu killen! Rock'n'Roll! Bin bereit! Eine Runde nachladen schadet nie. Und entsichern. Ich bezweifle, dass die direkt auf uns zugestürmt kommt. Was gehört? Da ist ein Gegner oder was? Nee. Okay, hier sind die nicht drin. Das ist schon mal gut. Gehst du auch bis dahin? Es ist immer so laut, wenn die Türen aufgehen. Was war das für ein Geräusch? Ein Geräusch, eventuell. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ein Alien. Volle Deckung, gut. Es ist so dumm, ob ich mich aufgerüstet habe, die beiden. So vergessen, ich kann auch nur ich sein. Es ist schrecklich mit mir, ich weiß. Also falls jetzt irgendwas passiert, sollten eigentlich alle... Feldposten haben. Damit auch niemand eventuell angreift hier. Tiger-chan. Augen auf! Wäre vorteilhaft, wenn wir wüssten, was sich dahinter verbirgt alles. Also hier drunter nichts. Hier oben sehe ich nicht. Am liebsten würde ich ja da reinwerfen, aber das geht ja nicht. Oder da rein. Das heißt, hier sollte niemand drin sein. Trotzdem gehe ich lieber hier lang. Erstmal. In dem Fall der Fälle ein bisschen passiver spielen, bevor mir noch irgendjemand wegstirbt hier. Flexschuss ist immer gut. Kann sein, dass diese beiden Räume hier asymmetrisch sind. Komm von da hin. Die sind hier irgendwo. Auf der anderen Seite sind die. Toll. So, und du. Yoko-san. Bitte sei so nett und begib dich. Dort in Deckung. Was war das? Da drin sind die. Okay, das heißt, ich kann hier lang.
Ja. Puh, spielt ziemlich zu passiv, habe ich das Gefühl. Wo bist du jetzt hin? Dahin. Wieso muss das so scheiße dunkel hier sein? Ich mag es nicht, wenn es so scheiße dunkel ist. Was hier vorne, ne? Ja. Feldposten. Also jetzt erstmal abgesichert sein, hoffe ich. Was ist da drin? Ja, muss es doch. Da hinten sind sie auch schon, die Mutants. Da ist voll entdeckt, das ist gut. Okay, mal gucken, wen treffe ich denn da? Der hat noch kein Ding abgezogen, den nehme ich mir mal vor. Ah, oh, schade, nur 5 Schaden gemacht. Sie blockieren meine Position! Hm, wo? Ach so, Sebastian ist flankiert. Okay, das stimmt. 85, 85, 86. Den würde ich denn vorschlagen. Selbst Sniper treffen wir nicht. Feind lebt noch. Tust du welche? Nein, tust du nicht. Dann gehst du mal dahin. Bringt ja auch nichts. Schade. Der hat noch das meiste Leben. Schlöpf ihn dir vor! Nächstes Mal verdammt. Also guckst du, ob da was drin ist? Bitte nicht. Nein, zum Glück nicht. Drauf in die Fall der Fälle. Nein, nein, nein! Fotzen! Ihr Fotzensöhne! Gut. Noch habt ihr niemanden getötet, das ist gut so. Ha! Ihr Kacklappen. Wenigstens in Deckung möchte ich sein. Puh. Komm, mach ihn weg. Der da hinten ist das, ne? Ja. Komm. Triffst du. Oder auch nicht. Nächstes Mal kriege ich ihn. Genau du. Dich brauche ich jetzt. Du musst jetzt verrenken. Ey, wie die alle nicht treffen, das ist unglaublich. Ja, denke ich auch gerade. Zu große Entfernung. Er kommt hier. Sturm und Schuss. Bringt sie zur Strecke. Wenigstens etwas muss ich doch schaffen können. Hat keiner von den Reflex daher. Hier ist schon ein scheiß Insekt irgendwo, egal. Ja, wenn du jetzt nicht triffst. Und nur 7, ja, ist klar. Niklas kann noch.
Theoretisch müsste der den noch sehen. Und tut er auch noch. Erstmal den hier. Hab sie. Du solltest keine Granate mehr haben, du hast ja gerade eine geworfen und du verziehst sie, das ist gut. Du siehst mich. Okay. Solltest du ihn aber hier sehen irgendwo? Komm, triffst du. Er ist ausgeschaltet. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Also meine ganze Planung ein bisschen für den Arsch. Aber egal. Ja, ich lasse die Sniper an die Tür gehen. Heute bin ich mal ein bisschen verrückt. Ich werde es hier schnell zu Ende bringen. Moment. Ich muss kurz gucken, seit wann ich aufnehme. 20 Minuten erst. Na dann. Ich habe schon Gefühl, ich nehme viel länger auf. Ich habe kein Zeitgefühl mehr irgendwie. Halt, das habe ich die Befürchtung. Ah, das wäre schrecklich irgendwie. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Okay. Eigentlich ist der Sturm da hinten hin, ne? Sturm geht dann dahin. Du kommst denn dahin? Mit einem Feldposten. Ein Feldposten. Und du gehst dahin. Keine Zeit mehr für Feldposten. Mhm. Genau dahinter. Ich wette, da sind Sektorienanführer wieder drin. Nachladen. Bin wieder da. Geladen und entsichert. Fünf. Kann weitergehen. Vier. Fertig und bereit. Vier. Oh yeah. Drei. Moment. Ach, ich muss gar nicht nachladen. Das ist gut. Okay. Aufmachen. Ich habe genug gesehen. Jetzt wissen wir es ganz genau. Das Forschungsziel hier ist eine große Gefahr für die gesamte Menschheit. Ja. Du siehst nur einen einzigen. 20 nur! Wieso nur 20? Du stehst fast direkt vor dem. Lol. Du, sag mal. 33. Natürlich den da. Ja, ist klar. Wieso triffst du den nicht? Den. Nicht egal. Er nimmt den. X-Ray neutralisiert. Einer aus dem Weg. Dann noch zwei. Justiere Ziel. Das Ausräucher nehmen sollen. Ey. Das ist doch Riesenkacke. Ja, echt mal. Okay, erstmal versuche ich jetzt, dich zu treffen. Wieso auch immer das nicht funktionieren sollte. Das ist nicht gut. Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Das ist es wirklich nicht.
Ich habe keinen Bock, dass meine Soldaten unter Gedankenkontrolle kommen. Ah, nur Psychoschaden zum Glück. Wehe, du kontrollierst die Gedanken von jemandem. Unfassbar. Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Hau weg! Scheiße! Justiere Visier! Du bist da hinten, ne? Du hast keine Deckung. Machen wir sie nieder! Komm, Sturm und Schuss, das ist jetzt mir sehr wichtig. Ich weiß, dass ich da keine Deckung habe, aber... Zack und weg! So, jetzt habe ich jetzt meinen Sniper wieder. Geht immer dahin. Ich weiß, ich stelle mich genau in die Flanke, aber der ist auch flankiert. Daher. Ja. 33. Mach weg. Direkt davor. Bam. Wie aus dem Lehrbuch. Okay, keinen verloren. Das finde ich wirklich gut. Trotz dieser scheiß Gedankenkontroll-Mistviecher. Dass sie mir so übelst auf den Piss gehen müssen. Das ist unglaublich, ne? Erstmal ein bisschen Wasser darauf trinken. Oh, nur 3 und 2 Tage verwundet, das finde ich doch geil. Wie schnell das geht. Nee. Der bei den meisten Einsätzen bin immer noch ich. Ha. Und Nico, die gleiche Nachricht, ich muss nur einen einzigen Einsatz aussetzen. Oder gar keinen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Newton, Sekretanführer, Cyber des. Da. Alien-Chirurgie, UFO-Energie, Alien-Chirurgie beschädigt. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Justin. Ciao.